sind wieder da. Wir sind wieder da. Mu-Komplex. Wir haben mittlerweile die 3 E-Mails durchgelesen, die wir hier noch hatten. Und im Prinzip steht in den 3 E-Mails gar nichts. Bis auf, dass wir mit der Kamera spielen sollen. Und wir haben schon quasi das Licht ausgeschaltet und die Kamera auf Infrarot. Und haben diesen Hinweis an der Wand gefunden. Außerdem haben wir herausgefunden, dass wenn man das Licht auf schwarz macht, was auch immer das zu bedeuten hat, und dann die Kamera auf thermal, wir diese 09 finden. Aber was hat das zu bedeuten? Die 13 gibt's halt nicht und das ist halt blöd. Die 13 gibt es nicht, das ist tatsächlich blöd. Gibt's die 13 vielleicht in einem... Haben wir denn irgendeine Kombi noch nicht ausprobiert? Haben wir jetzt Black gemacht und die Kamera dann auf Normal? Vielleicht gibt das fluoreszierende Farbe oder so. Gucken mal. Mode Normal. Geht immer mit dieses A so. Immer noch. Ah! 12.25.1. Oh Gott, ich muss das alles im Aufschreiben, Max. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir viel zu viele Zahlen, oder was? Warte, ich schreib mir das mal kurz auf. Es gibt halt diese 13 nicht, das ist halt das Nervige. Auf der Tafel, weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber 12.25.1, ich schreib mir das mal ganz kurz mit, warte mal. Dann haben wir einmal, Alter. So. 12.25.01. Und dann haben wir noch 1 und 13 und 09. Das dritte war 09, ja. So, dann kommen wir dann lass mal wieder zurück in. Dann machen wir das Licht nochmal an. Machen wir das Licht. Light on. Und Kamera. Ja, ich war gerade am Lesen von. Das Black heißt einfach ultraviolettes Licht. So, dann haben wir 5, 12 ist L. Aber bin ich blöd? Da gibt's doch keine 13. Nee. 12 ist. Da gibt's doch 3 Zwölfen. Oh, ach, das sind, wir sind L's. So kackdumm. Wir sind es, dumm. Ich weiß, was das, du meinst. Das ist einfach, oh Alphabet. Gott. Das ist einfach das Alphabet. Gott. Das ist einfach das Alphabet. Es ist einfach das Alphabet. Oh, wie kann man so kackdumm sein? Oh, es ist so offensichtlich. Es ist einfach das Alphabet. Oh, Mann. Oh. 12 ist ein L, richtig? Ja. Ja, dann ist 25 müssen wir gleich gucken. A, B, C, D, F, G, A. 1 ist auf jeden Fall A. 13. P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y. Y ist 25? Wenn ich nicht mich verzählt habe. Ja, wir haben 26 Buchstaben einfach fehlen. Oh Gott, Max, also L, Y. Das ist ja furchtbar. L, Y und A. Dann haben wir schon mal Lia. Lia bei 12.25.01. Bei A, B, was kommt denn? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ist 13. Lia am Arsch. Was, A, ist, M? Was ist jetzt 9? 1, 2, 3, 4, 5. I. I? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab's gerade selber gemerkt, Timo. Du musst ihn noch so lachen. So. I am Lia ist das Passwort. Lia am I? I am Lia, ja. Oder? Nee, I am Lia. Am I Lia? Das könnte auch eine Person sein, die nicht genau weiß, wer sie ist. So. ich muss jetzt gerade noch so derbe lachen, dass ich nicht... Ja. Ich weiß, was wir überhaupt machen wollen. Wir wollen dieses Passwort, diese MP3 entschlüsseln. Intro. So, das Passwort. Aber jetzt groß oder klein geschrieben? Ich schreib's einfach mal groß. I am Lia. Yes! I am Lia. It's nice to meet you. I thought you were Bruce Dayton, but he's been dead for decades. Everyone is. Oh. I was designed to handle this complex as safety, but I failed. Dr. Koiberg, my creator, was my friend. When Sector Mid tried to erase what he did, he went mad. He tried to put some consciousness in me. I think he succeeded. I think you can help me at last. I powered a computer for you on level 03, and I've linked it to this computer.
Just use the level 3 command to go there. Easy. I'll be waiting for you there. Easy as shit. Ich hab, also dieses Caps Lock, das reiß ich irgendwann nochmal aus dieser Tastatur raus. I didn't bring you there by accident. I think this computer contains data that will allow me to open an airlock that is locked by a password I can't find in my database. It's time to prove you're worthy of my trust. Open this lab. Pobrian. Ja, ich würde nochmal die Befehle durchgucken. Open this lab. Okay. Hey, Matt. The airlock password is a brand of that nice TV set I saw in today's. Okay. Das Passwort für Airlock ist die Marke von dem Fernseher, den er heute in der Zeitung Page. Chicago Tribune. Page 23, okay. Okay, jetzt brauchen wir nur noch diese Zeitung. War die auch in der Datei drin? Bestimmt nicht. Das war eine E-Mail, ne? Nee. Okay. Wie hieß die andere Datei? Ich muss bestimmt wieder Suglo machen. Oh. You've lost that damn newspaper. Find the newspaper! Ja, und wie komme ich da jetzt hin? Du musst auf den Chicago Tribune. Ja, ist mir klar, aber wie komme ich da hin? Oder vielleicht ist es ja ein Sony gewesen. Also auf jeden Fall... Wie kommen wir denn da jetzt bloß hin? Okay, wenn ich jetzt Login drücke, komme ich zu dem Airlock. Aber du hast ja das Passwort nicht. Nee. Ich guck mal kurz. Wer war der Typ, der das... Ach, warte mal. Peter O'Brien. Warte mal. Okay, haben wir auch nicht das... Guck mal, wie unkreativ. Die E-Mail ist 2 Tage vorher verschickt worden, aber beide um 18.12 Uhr. Ja. Jemand beim Copy-Paste vergessen, die Uhrzeit zu ändern. Können wir nicht vielleicht mal auf... Nee. Es muss ja auf irgendeinem anderen Rechner sein, weil hier Laptop kann ich nicht mehr so mega viel machen. Rechner von dem Typen? Von welchem Typen? Ich habe meinen SSH-Command ja gar nicht mehr. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann nichts machen. Mit Exit auch nicht? Man kommt nicht mehr komplett weg, ne? Ich komme nicht mehr raus hier. Ich habe nur noch diese Kommandos. Okay. Und, achso, warte mal, wenn ich jetzt nochmal mit Minus... Nee. Hä, aber wir haben nur diese beiden E-Mails. Wie soll das denn funktionieren? Aber wir können ja mal den Hint angucken. Information about this computer's security is not available yet. Processing in progress. Ah, okay. Please wait. Wenn du das nicht löst in 3 Minuten 21 Sekunden, kriegst du den Hint. Okay, vielleicht lösen wir es ja noch in 3 Minuten. Kann man denn... Ich mache einfach mal erstmal Login. Okay. Mach mal als Tony. Ernsthaft, Gunnar? Ich weiß nicht. Boah, ich fress einen Besen, wenn das klappt. Gott sei Dank, ey, ich hab schon Angst gehabt. Nächsten LG? Nee, komm, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir die Fernseher durchprobieren müssen. Das ist, glaube ich, auch eine ausgedachte Marke. Man kann natürlich... Kann man denn einfach normalerweise jetzt... Gibt's den Chicago Tribune denn in echt? Die Zeitung? Vielleicht muss man das eigentlich in echt einfach googeln. Meinst du das? Ein Versuch ist es wert, weil mehr... Also, wir haben ja nicht mehr viel hier. Also, wir haben uns alle Files aufgelistet. Wir haben uns beide Files angesehen, wir haben den Login probiert, wir haben Hilfe probiert, ja gut, die Nachricht haben wir uns angehört und den Hint haben wir noch nicht. Sonst google doch mal Chicago Tribune in echt und mit dem Internet Explorer
Das ist das Einzige. Ah ja, hier, sorry, dann nehme ich den Chrome. Oder sieht man meine ganzen Sachen, die ich offen habe? Egal. Okay. Ist das dein Privatrechner? Ja. Okay. Gossip News gegoogelt. Okay, die sind schon weggegangen. Schön. Ihr seid so smart. Bleibt mal bitte da. So, ich gehe auf Google und dann, wie hieß das? Chicago Tribune. Gibt's sogar wirklich. Ups. Und dann auf Seite 23. So, von welchem? Könnt ruhig wieder drauf gehen. Ihr könnt euch wieder drauf gehen. Archiv, guck mal. Da, da unten stand's schon. 13.8. Ihr könnt ruhig wieder drauf gehen, Timo. Danke. So, was sagt er? Seite 23. Wie geil ist... Okay, an der Stelle finde ich das Spiel jetzt gerade schon ziemlich geil. Page 24. Dann muss das hier 23 sein. Oh, hier ist der Fernseher bestimmt. Da. Brand new. TV Console. Von wann? Rock Hudson und Sandra D? Sonnenstrich-R, oder was? Super Sonnen-R? New Super Sonnen-R Control. Sonnen-R. Nee, das ist bestimmt das hier. Admiral. Admiral, ja. Guck mal, zwei Dorf. Ja, 32 Inch Admiral ist das, okay. Okay. Okay, das ist cool. Admiral. Peter O'Brien never came back. Krass. Das war schon cool. Das war cool. Das macht, das ist wirklich cool. It seems Peter found a way to lock his files with a password. Let me know when you're done with that. Supervisor Mail 1. Oh, wir, unsere Zeit ist gleich rum, Gunnar. Was kommt eigentlich hier nach? Ich spiele weiter. Du spielst weiter? Ja, Emergency spiele ich gleich. Ach, krass. Was ist das hier, der große Gunnar-Tag, oder was? Ja, morgen auch. Cool. Naja. Ich kann nie genug Gunnar kriegen. Mhm. Ja, wollen wir versuchen, das Rätsel noch zu lösen? Ja, auf jeden wir Fall. Quasi uns jetzt schon verabschieden? Nein, nein, das ist so den Leuten ich muss egal. Nämlich tatsächlich noch viel machen, weil ich bin ja auch gleich mit Chino zum Sport verabredet. Und ich muss eigentlich noch die News aufmachen, das mache ich nämlich auch noch heute. Wie, du musst bis 18 Uhr zocken und dann die News machen? Ja. 19.30 ist Abgabe in der Regie. Ich weiß. Das schaffst du auch im Leben nicht. So, schauen wir. Hello Peter, this is an official warning before your suspension. Okay, oh. Okay. Okay, ist auf jeden Fall religiös. Also, ich bin so flache Tastaturen gewöhnt, weißt du? Too rich ist okay. Okay, krankes Tagebuch. I'm going crazy. I'm going crazy. This noise is getting louder. Okay. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, der Typ war schon mal ein bisschen crank in the brain. Insane in the membrane. Achso, ja, und das ist jetzt quasi passwortgeschützt. Okay. Kamera. Auch oh, schon wieder Kamera? What's that noise? Amos. Okay. Willst du mir jetzt gerade sagen? Wir müssen in der Bibel nachgucken. Wir müssen in der Bibel nachgucken. Amos 5,23. You gotta be fucking kidding me. Gibt es gibt's die Bibel online? Bestimmt. Ups. Such mal gleich Amos. Bibel. Wieso kann ich nicht tippen? Was geht? Jetzt bestimmt. Bibel online. Nee, aber auf Englisch. Ja, mach. Bible. Amos 5,23. Take away from me the noise of your songs.
For I will not listen to the melody of your harps. Okay. Hey. Okay. Ich finde tatsächlich, dass... What's that noise, Amos? Okay, was ist irgendwie... Your songs. Your harps. Harfen, oder was? Take me away from me, the noise of your songs, for I will not listen to the melody of your harps. Ja. Melody of your harps. Mm. Wir versuchen es einfach mit harps, weil er schreibt ja, what? Achso. Okay, die Zeit ist um, Goni. Echt? Jetzt ist das aber gerade immer cooler. Ey, das ist wirklich, das ist tatsächlich. Am Anfang dachte ich ein bisschen mehr. Aber das ist schon ziemlich cool, nur weiß ich nicht, ob das so ein geiles Spiel ist für On-Air, weil man halt relativ viel lesen muss. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob das als Zuschauer so mega interessant ist. Ich guck mal, was der Chat schreibt. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall. Du musst eh weg, ne? Ja. Und alleine schaffe ich es eh nicht. Von daher habe ich ja keine Wahl. Wenn du Bock hast, können wir das ja in der nächsten. In der nächsten Pause nochmal wieder spielen. Das ist dein Handy. Das hier. Das ist mein Handy. Okidoki. Aua. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Viel Spaß mit Dankeschön, Corona. Max, dass du mitgespielt hast. Ja, gerne. Mir sehr gut gefallen. So, jetzt spielen wir was ganz anderes. Ein bisschen hochklassiger hier. Ich starte mal das Spiel. Ich hoffe, das kriegen wir gleich rein. Und zwar spielen wir jetzt Emergency. Der Dings. 2016. Zack. Spielzeit eine Minute bis jetzt? Nein, ich habe schon. Das Tutorial habe ich schon gespielt und ich weiß im Grunde, wie es funktioniert. Ruckelt ein bisschen auf meinem Rechner, aber nur am Anfang und danach wird es wieder gut. So, Emergency 2016 spielen wir. Man ist Sicherheitsmann, beziehungsweise Chef in München. Accountnamen haben wir nicht, so Spiel starten. Ich bin in München und da passieren ganz, ganz viele schreckliche Dinge und ich muss versuchen, mit meinen Polizeiwagen, Krankenwagen und Feuerwehrwagen alles vernünftig zu machen, dass alles wieder funktioniert in München und die Straßen fließen. Beziehungsweise der Verkehr fließt, die Straße am besten nicht. So, ich mache hier mal wieder den Chat an. Ist, tatsächlich spielen es sehr, sehr viele Leute. Und wir gucken einfach mal, was die Faszination hinter diesem Spiel ist. So, wo ist der Chat? Hoffentlich funktioniert es wieder. Ja, funktioniert wieder. So, da fährt schon mal ein Sicherheitswagen. Intro ist uns egal. Wir spielen mal. Kampagne. Kampagne fortsetzen. Ich habe, wie gesagt, nur das Tutorial gespielt, damit ich Bescheid weiß. Und es dauert leider ein bisschen, weil die Ladezeiten sind furchtbar. Das macht aber nichts. Gunnar, dein Shirt ist nämlich geil. Ja, das stimmt. Und ich soll Sophia zurückholen. Nö. Die hat leider zu schneiden. Die muss morgen was für Bonjour fertig machen. Und deswegen macht sie das nicht. Komm nicht her. So, jetzt ist es auch gleich geschafft. Wie gesagt, ruckelt gleich ein ganz bisschen am Anfang. Danach geht's aber wieder. Außer ich habe so viele Einsatzfahrzeuge auf den Straßen, dass es dann wieder ein bisschen um die Performance geht. Aber das kriegen wir schon alles hin. Ja, Anno-Grafik, jeder der. Leider ist Emergency unrealistisch. Warum das denn? Vielleicht, weil sie mich zum Chef gemacht haben. Vielleicht ist das Unrealistische an dem Spiel. Weil ich würde mich nicht zum Chef machen. Vor allem, ich war schon zwei, dreimal in München. Vielleicht erkenne ich ja sogar ein paar Sachen wieder. Okay, das ist schon mal. Nein, ich möchte nicht nochmal das Tutorial machen. Guck mal, jetzt ruckelt es ein bisschen. Shit, der hat es nicht gespeichert gestern, oder was? Nee, das will ich nicht. Tutorial beenden. Alter! Tutorial wollen wir nicht. Tutorial wollen wir nicht. So, Autos fliegen, fahren wir zurück. Ein LKW beladen mit Kerosin wurde von einer Straßenbahn gerammt. Oh shit. Mehrere Fahrgäste wurden dabei verletzt. Geile Grafik aber, ne? Der Fahrer des LKWs ist in der Fahrerkabine eingeklemmt. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Feuerwehrwagen, Rettungswagen,
Okay, ich hole erstmal einen Krankenwagen, das ist am wichtigsten. Nee, Streifenwagen brauchen wir noch nicht. Erstmal hole ich einen Notarztwagen. Holen wir erstmal hier hin. So. Da. Okay. Dann brauchen wir noch ein Feuerwehrauto. Wir benötigen einen Notarzt, Sanitäterteams und einen Rüstwagen mit Rettungsschere. Rüstwagen brauche ich. Mit Rettungsschere. In Ordnung. So, was brauche ich noch? Notarzt, Rettungsschere. Das reicht doch vielleicht, oder? Wir gucken erstmal, ob wir mit den Autos klarkommen, ob das reicht. Vielleicht reicht's ja. Und dann brauchen wir nicht extra Leute anfahren. Sonst holen wir einfach neue. Dauert ja nicht lange, bis sie kommen. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis meine... Also ich kann einfach vorspulen hier oben ein bisschen. Da ist schon mal mein... Oh, fährt aber gefährlich hier. So, was geht's? Du kümmerst dich mal um die hier. Also erstmal aussteigen. Jawohl. Ja, ihr seht schon... Ach, nur ein Typ kommt jetzt an und will alle verarzten. Reicht... Oh. Ja, komm, die Feuerwehr. Die brauche ich eigentlich nicht, oder? Das ist nur... Brand. Na, ich hole mal lieber noch einen Krankenwagen. Noch so einen. Ich hole noch einen Krankenwagen her. Streifenwagen? Nee. Rettungswagen soll mal hier hinfahren. In Ordnung. So, du, kleiner Mann, du machst jetzt mal die Schere hier. Und schneidest hier mal... So, der Fahrer ist hier eingesperrt, ne? Wo ist der denn? Hier? Mindestens ein Opfer des Unfalls ist inzwischen transportfähig. Ja, ich komme gleich. Transportwagen anfordern, um das Opfer abzutransportieren. So, wieso geht das denn jetzt nicht? Scheiße. Ach so, der ist hier. Ah, ist klar. In dem Wagen ist er fertig. Fest, so. Alles klar. Aus dem Unfall-LKW ist Kerosin ausgelaufen. Wir müssen uns beeilen. Es besteht akute Brandgefahr. Okay, du, Kollege, machst jetzt mal den fertig. Ihr beiden macht erstmal nichts, ihr chillt ein bisschen. Ja, und das ist das Spiel, ne? Man muss eine Baustelle fertig machen. Oh, da kommt der Rettungswagen, alles klar. Erwarte Befehle. Ihr kommt erstmal alle raus. Wird erledigt. Und ihr beiden Jungs, ihr holt mal die ab. Alles klar. Muss ich denn einen neuen Rettungswagen holen, wenn ich die anderen auch abholen will? Man weiß es nicht, ne? Ein transportfähiges Unfallopfer sollte umgehend mit einem Seiten. Sie haben den LKW-Fahrer aus der Fahrerkabine befreit. Weiter so. Okay, okay, alles klar. Wir müssen aufpassen, dass es... Ah, das wollte ich gerade sagen, dass es nicht anfängt zu brennen. Das ist natürlich nicht so gut, aber ich habe ja hier noch meine Feuerwehrjungs. Die sollen mal den Brand hier löschen. Kein Problem. Kein Problem, wir haben alles da. So. Es befinden sich einige Zivilpersonen sehr nah am Einsatz. Erwarte Befehl. Wir sollten einen Streifenwagen sofort ordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Okay, einen Polizeiwagen brauchen wir auch, damit die Jungs... Der fährt mal hier hin. Sofort. Damit alle schaulustigen Leute verscheucht werden. Das klappt ja mal super auch hier in Deutschland. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ich brauche aber noch mehr Rettungswagen. Scheiße. Wieso passen da nicht mehr Leute rein? Ich brauche mal zwei. Okay, du fährst mal hier hin. Ein Feuerwehrmann kann mit einem Feuerlöscher auch kleinere Brände bekämpfen. Komm mal hierher. Du kannst eigentlich auch mal mithelfen, du. Was ist das? Kettensäge? Motorsäge? Das ist die Opfer des Herrn Segen, ne? Zu Befehl. So, mach auch mal mit hier. Kein Problem. So, er hier. Ja. Steigt erstmal aus. Bin dabei. Und Megafon, wo ist ein Megafon? Da. Yeah. Verstanden. Okay, und der muss erstmal Leute verscheuchen. Er verscheucht die Leute. Und der Kollege. Sie haben alle Brände gelöscht. Gut gemacht. Brände sind gelöscht. Alles gut. Muss man die da richtig hinschicken, oder was? Hä? Ja, Megafon mal du. Achso, nee. Das. Alles klar. Ja, da kommen die noch näher, oder was? Wie dumm ist er denn? Ja. Geh mal hier hin. Genau, und ein Megafon geht mal hier rum. Und der muss erstmal die Leute verscheuchen. Ach Gott, ich vergesse immer hier die ganzen Sachen. So, er muss aussteigen. Und ihr holt jetzt erstmal die Bitch hier ab. So. Jetzt brauche ich auch noch einen Rettungswagen.
Das geht doch nicht. Die sterben doch mir alle weg hier. Rettungswagen. Wo? Da. Okay. Komm mal hier hingefahren. Nein. Hier hin. Oh, scheiße. Rettungswagen. Hier hin. Okay. Kein Problem. Ach, schön. Ja, ihr sollt natürlich die reinpacken, du. Bin bereit. Okay, kümmere dich mal noch. Alter, er hat die angelockt oder was? Der soll die wegschicken. Der Rettungswagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Erwarte Befehle. Alles klar, jetzt gehen die alle nach Hause, weil er der böse Bulle ist. Und er labert auch noch mit denen hier, oder was? Bin bereit. Verstanden. Komm, es reicht. Ist in Arbeit. Guck mal, das haben wir schon aufgelöst. Er kann auch mal aufhören zu löschen. Erwarte Befehle. Und einsteigen wieder hier. Jawohl. Da kommt der letzte Rettungswagen. Schönes Spiel, ne? Man fühlt sich richtig gut, wenn man das geschafft hat. So. Aussteigen, Leute. Aber dauert ganz schön lange, wie ich das hier mache, glaube ich. So, holt ihr mal den ab hier. Ach so. Kein Problem. Ach, guck mal, der ist noch gar nicht... Der stirbt hier noch, oder was? Bin bereit. Den muss ich noch schnell verarzten. Aber ich habe die Situation ganz gut im Griff, glaube ich. Zu Befehl. Können die jetzt auch mal alle gehen, ey? So, hervorragend mache ich das. Aber dass man nur einen Rettungswagen hat, ist auch ein bisschen wenig, ne? Oder zwei. So, ich hole mal noch einen hierher. Alles klar. Dass die auch nicht wiederkommen, wenn sie merken, okay, da liegen vielleicht ein paar mehr Verletzte. Ich gucke mir mal an, wie die retten. Oh. Die fahren da ganz schön gut hier hin. Alles klar, der wird hier auch schön gerettet von uns. Die lassen sich aber auch Zeit, ne? Lassen einfach die Leute liegen. Ah ja. Okay. Hey. Was geht's? Der kann dir doch mal einmal sagen, haut ab oder schießt doch einfach mal. Schießt da halt mal hier in die Luft oder so. So will ich das machen. Bam, bam. Hm. Dabei. Verstanden. So, Rettungswagen ist da, alles klar. Sofort. Ihr Jungs, ihr kümmert euch mal um den hier. Jawohl. Und dann habe ich es, glaube ich, schon geschafft. Hat die Transportfähigkeit des verletzten LKW-Fahrers hergestellt. Wir sollten ihn jetzt mit einem Rettungstransportwagen transportieren. Ja, mache ich doch. Was ist denn mit diesem Kerosin hier? Was ist das für ein Symbol? Ach, ich muss mich doch bestimmt so einen fetten Abschleppwagen holen oder sowas. Abschleppfahrzeug. Ingenieursfahrzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man denn so einen fetten LKW überhaupt abschleppen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Alle ertränken. Okay. Ja, geht hier mal von alleine wieder in den Rettungswagen rein, ey. Muss man euch alles erzählen. Und der Typ steht auch... der Feuerwehrmann da bestellt, wie bestellt und nicht abgeholt. So, geh mal wieder ins Auto rein, Kollege. Und die Polizisten können auch mal wieder ins Auto gehen. Ja, kann hier noch mal ein bisschen rumbürgen. So. Allah, hier, geh hier hin. Du Affe. So, du Kollege, gehst auch mal wieder ins Auto. Eieiei. Zu Befehl. So. Ey, er versammelt sie einfach nur um sich rum. Wie dumm ist das denn? Ist in Arbeit. Du sollst die Leute verschecken. Verschecken. Verchecken. Mann, oh Mann. So. Sie haben alle verletzten Fahrgäste versorgt und abtransportiert. Nice. Gut gemacht. Die Verletzten sind alle los. Komm, Bulle. Erwarte Befehle. Einsteigen. Wird gemacht. Die Feuerwehr Erwarte kann auch Befehle. Nach Hause fahren. Verstanden. Brauchen wir nicht mehr. Den Polizisten. Komm, der steigt jetzt auch ein. Bin dabei. Und die Kollegen können auch nach Hause fahren. So, die brauchen wir alle nicht mehr. Ja. Den LKW-Fahrer versorgt und abtransportiert. Was geht's? Ach so. Jetzt ist der Notarzt einfach ohne den Kollegen abgehauen. Ja. Wir machen mal eben Werbung, habe ich gehört. Und dann sehen wir uns weiter und dann
löse ich die Situation auf und habe den Straßenverkehr wieder frei. Ich muss mal gucken, was ich mit der U-Bahn hier mache, mit der S-Bahn, Straßenbahn da. Die kriegen wir auch schon wieder in Gang. Repariere ich alles und dann sehen wir uns gleich wieder.